So, Xio hier, zurück mit einem weiteren neuen Projekt. Und zwar spielen wir Nier Automata. Ein Spiel, das dieses Jahr, ich glaube, im März erschienen ist und seitdem, ja, für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und bevor wir hier auch ins Spiel starten, ich muss nur kurz hier in dieses Menü rein, bevor eine spoilerific Cutscene startet, gleich mal sagen, das muss ich unbedingt an dieser Stelle vorausschicken, denn wenn ihr die Chance habt, dieses Spiel selber zu spielen, wenn ihr die Chance habt, es zu kaufen, downloaden, was weiß ich, dann tut es unbedingt und spielt es vorher selber. Also dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann scheißt auf dieses Let's Play, spielt es selbst und wenn es euch dann noch interessiert, wie ich das Spiel spiele, dann könnt ihr gerne zurückkommen. Aber ansonsten wirklich, ist das mein persönlicher Rat, spielt es wirklich selber, denn das Spiel hat sehr viele Ecken, wo es sich wirklich lohnt, das selber zu spielen. Das muss ich euch einfach so mit auf den Weg geben. Aber ansonsten, was erwartet uns bei diesem Spiel? Relativ viel Mindfuck, relativ viele emotionale Zusammenbrüche, aber es ist ein sehr geiles Spiel. Ein Action-RPG, glaube ich, sagt man dazu, genau. Und ja, mit einer grandiosen Steuerung und einem grandiosen Soundtrack und einer grandiosen Story und was weiß ich. Ich sollte nicht so viel das Spiel von vornherein loben. Wir starten jetzt einfach mal in das neue Spiel. Also dieses Spiel unterstützt kein automatisches Speichern. Spiel das Spiel, um herauszufinden, wie man speichert. Ja, warum auch immer. Na gut, neues Spiel. Wundert euch nicht über diesen Spielstand. Der war nur zur Probe. Ich habe gerade mal gecheckt, also ob alles funktioniert. Funktioniert alles gut. So, wir löschen das und starten mal direkt in ein neues Spiel. Genau, und wir machen das so wie vorher. Also mein, ja, Spitznamen. Basti, genau. Mit dem Namen Basti beginnen, genau, das wollen wir so. Und wir spielen auf normal, das ist ganz angenehm. Und dann, ja, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Wir spielen mit englischer Sprachausgabe. Ich habe gehört, die japanische ist auch gut, aber ich finde die englische eigentlich super, weil da sind auch einige Sprecher dabei, die zum Beispiel auch bei Final Fantasy 15 mitgesprochen haben. Und die würde ich ganz gerne wieder hören. Auf jeden Fall, ich kenne halt bisher die englische wirklich sehr gut und die ist wirklich top. Kann man nicht motzen. Aber zu japanischen kann ich dann ein paar schöne Sachen erzählen. Aber das ist alles zu seiner Zeit. Jetzt starten wir mal. Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. This is Command. Your Yorha Squadron, come in. To be here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary and gather what data you can. Understood. H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long range lasers confirmed. Ah! 11B down. Our HO229 cancelers are ineffective. Alert. Enemy unit sighted ahead. Requesting permission to engage. Permission granted. Seven E down. Okay, ich denke, ich kann an der Stelle mal wieder was sagen. Okay, ja. Jetzt 2B übernimmt die Position des Captains. Ja, ich weiß noch nicht, ob jetzt die Charaktere was sagen, deswegen bin ich jetzt gerade noch so still. So, ja. Schwerer Angriff. Haben wir an der Stelle auch? Wusste ich gar nicht. Sehr nice. Permission granted.
Genau. It's Morphin Time! So, und jetzt können wir... Wir können nach wie vor schießen, aber wir können auch in den Nahkampf gehen. Also, Nahkampf in Anführungsstrichen. So. Aber bisher haben sie keine Schnitte. Und ihr seht auch an den Orbs, die die Gegner schießen. Es gibt diese helle, hellroten und diese lila dunkelroten. Oder eher rosa, ich weiß nicht. Auf jeden Fall die dunklen, die kann man mit seinen Schüssen nicht zerstören. Aber die... Ja, die hellen kann man zerstören. Oh, verdammt. Wir verlieren noch haufenweise Kollegen. Okay, wir müssen das durchziehen. Wir werden auch alleine. Wir sind auf irgendeiner Mission. Wir müssen irgendwelche Informationen besorgen und einen Goliath-Typ klasse Dingenskirchen irgendwie zu zerstören, was auch immer das ist. Aber das werden wir bestimmt noch herausfinden. So, jetzt hier schön smooth durchfliegen. So, und da sind wir wieder in der, ja, wunderschönen 2D-Ansicht. Euch wird auffallen, dass es wird sehr viele Stilwechsel geben. Also, so. Ihr merkt ja, jetzt sind wir momentan, ich habe ja gesagt, in Action-RPG, aber jetzt sind wir gerade in so einer, wie nennt man denn das? So einem Shooter, so einem Top-Shooter? Also ich meine, jetzt schauen wir das Ganze von der Seite an, aber im Prinzip, glaube ich, ist es ein Top-Shooter eigentlich. Stilwechsel auf jeden Fall ohne Ende. So, ah, das ist... So, da muss ich mich mal durchmorphen. Aber die dunklen Orbs könnte ich mit... Na, verdammt. Oh, da muss ich raus. Verdammt. Die dunklen Orbs, ja, die kann man mit diesen Angriffen zerstören. Und wenn man hier den Nahkampf spammt, kann man diese Orbs tatsächlich auch alles schön kaputt hauen. Ohne dabei groß gefährdet zu sein, selbst getroffen zu werden. So, das ist auf jeden Fall ein stärkerer Gegner. So. Ah, da ist er geflüchtet. Oh, wir haben ordentlich Schaden kassiert. Verdammt, das war gerade nicht gut. Aber naja, alles gut. Haben alles unter Kontrolle. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Oh yeah, so, gut, da haben wir auch unsere ersten Gegner und jetzt sind wir wirklich im Action-RPG-Teil angekommen. Oh ja, leichter Angriff. Oh. Warum ist das invertiert? Achso, ich habe das Waffenset gewechselt, ja. So. So, also wir haben eben leichte Angriffe, eben mit dem kleinen Schwert und mit dem großen Schwert haben wir hier die schweren Angriffe. Wir können auch springen. Und hier das ist unser Ausweichmanöver und wenn wir es gedrückt halten, beziehungsweise, nee, wir können es drücken und dann sind wir eben in diesem Sprintmodus. Sind auf jeden Fall wesentlich schneller unterwegs. Genau, die Gegner hier sind ziemlich langsam, also haben wir nichts zu befürchten. Wir können Gegner auch anvisieren, wenn ich hier diese Taste drücke, jetzt ist die Kamera auf die fokussiert. So. Und da haben wir auch die ersten gleich besiegt. Kein Problem an dieser Stelle. Hopp. Und jetzt kommen welche mit ein paar Geschützen, aber das haben wir ja zum Glück auch. Wir können eben manuell das Ganze hier mit Pod steuern, aber wir können eben auch Gegner anvisieren. Und dann ballert Pod die ganze Zeit drauf. Und das ist gerade bei Bossgegnern ziemlich praktisch, weil man kann damit die ganze Zeit so ein bisschen Chip-Damage machen. Während man um die Gegner einfach rumrennt, kann man die ganze Zeit einfach gedrückt halten und Pod kann immer weiter drauf schießen und macht die ganze Zeit so ein bisschen Schaden. Oh, und here comes the big one. Und da hatten wir auch schon fast den Fanservice. Fanservice ist hier ein wichtiger Begriff. Denn, ja, 2Bs hintern. Enemies destroyed. Not quite. Oh yeah, und der erste Bossgegner anscheinend, ein riesiger, wie nennt man das? So ein Schaufelrad, könnte man wirklich sagen. Okay, das ging nochmal gut. So, hauen wir einfach mal ein bisschen drauf.
So, und genau das meine ich, während der Gegner weg ist, immer weiter draufballern. Was aber ganz wichtig ist, wenn man Gegner anvisiert, dann werden die Schüsse ungenau. Dann haut man lieber mal drauf mit... Also wenn man manuell zielen kann, sollte man das tun. Moment. Genau. Mal ein bisschen heilen. So. Okay, ja, Pod-Programme stehen uns jetzt zur Verfügung. Das sind stärkere Angriffe, wie zum Beispiel dieser Laser hier. Macht gut Schaden, hat aber dann ein bisschen Abklingzeit, wie ihr jetzt am Pod sehen könnt. Das Interface ist auf jeden Fall ziemlich übersichtlich, alles sehr verständlich und sieht sehr cool aus. Und hier diese Orbs, die ihr gerade auf uns schießt, können wir auch mit unseren normalen Schüssen kaputt machen. So. Und immer schön draufhauen. So, den haben wir auch schon fast erledigt, den Kerl. Ja, denkst du? Das perfekte Ausweichmanöver sieht auch sehr schick aus. So, und das war's. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right, I'll work my way inside from the ground. Okay. Dann wissen wir Bescheid und oh, ich liebe diesen Track. Diese Musik, oh, herrlich. So. Können wir denn schon irgendwie was anschauen? Ja, Menü haben wir auf jeden Fall zur Verfügung. Systemmenü. Im Systemmenü kannst du die Informationen einsehen, die deine Ausrüstung wechseln und die Systemsteuerung ändern. Die Tutorials, die in diesem Menü angezeigt werden, können jederzeit im Datentab des Systemmenüs... Ja, und so weiter. Genau, jetzt haben wir hier eben eine Karte. Können wir auch ein bisschen rumscrollen und rauszoomen und so weiter. Wissen wir grob, wie wir uns befinden. Oh, überall rote Punkte auf der Map. So, können wir auch ein bisschen uns hier bewegen. So. Dann haben wir Aufgaben. Da ist erstmal noch nichts, aber wir haben hier unseren Status, also 2B, unser Charakter, den wir hier stören. Jetzt haben wir auch noch 9S kennengelernt. Ja, unsere ganzen Gegenstände, hier Heilungen und so. Und noch ein paar Extras, die ich bei meiner Version mit dazu bekommen habe. Waffen. Hier unsere zwei Schwerter. Eben eine leichte Waffe und eine schwere Waffe. Beziehungsweise, das muss man ansehen, ist kleine Schwerter und Großschwerter. Und jetzt ist gerade auf der leichten Waffe das leichte Schwert und auf der schweren Waffe das große Schwert ausgerüstet. Jetzt kann man aber auch umdrehen, dann wird das große Schwert wie das kleine geführt, also ein bisschen schneller, nach wie vor ziemlich schwerfällig, aber eben schneller. Und eben das kleine Schwert wie eine schwere Waffe. Kann ich euch da mal zeigen. Dann haben wir hier Fähigkeiten, die Pod-Programme, die habt ihr schon gesehen. Diesen Laser, den ich eingesetzt habe, davon gibt es natürlich noch wesentlich mehr. Aber das alles zu seiner Zeit. Dann hier noch Info, hier eben Einheitendaten. Hier die kleine Feder, diese kleinen Maschinen, die wir schon gesehen haben. Die mittelgroße Zweibeiner. Und die kleinen Flugeinheiten und noch Spezialmaschinen. Zeichen. Dieses Ding. Genau. Ja, warte, wie hieß das jetzt? Schaufelradbagger. Ja, okay. War ich ja relativ nah dabei, nah dran. Ja, genau. Tutorials noch und hier Informationen zu den Waffen. Und jede Waffe hat auch noch eine kleine Story. Anscheinend. So. Erste Begegnung mit meinem Liebhaber. Wie lange kann ich auf diesem blutigen Schlachtfeld kämpfen? Wie lange, frage ich mich. Ich weiß nicht, ob ich das dann alles am Ende vorlesen werde. Und dann haben wir eben noch System. Ja, genau. Schauen wir einfach mal weiter. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass er mal irgendwo speichern kann, weil sonst... Ja, werde ich alles nachspielen müssen, weil ich möchte keinen überlangen Part machen, bis ich diesen ersten Abschnitt hier geschafft habe. So, hier haben wir gleich mal neue Gegner. So, aber auf der kurzen Distanz können wir sie eigentlich anvisieren zum Schießen, weil da so genau schießt Pod da noch. Genau, da liegt was am Boden. Nehmen wir das mal mit. So. Da entlang, genau. Ja, herrliche Musik. Oh, ich liebe dieses Theme so unglaublich. Sehr schön, man kann immer an den Gegnern erkennen, wann sie angreifen, wenn sie so rot aufleuchten. Das ist ganz praktisch. Na, schön. Es ist jetzt wieder ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe, aber...
Ich merke sofort wieder, warum ich das Spiel so in mein Herz geschlossen habe. Ah ja, die schießen hier schön mit ihren Orbs auf uns, aber... Ja, ja. Ein bisschen Schaden. Naja, ein bisschen Schwund ist immer dabei, sagt man ja. So. Gut. Und ich meine, ich hatte damals ziemlich Probleme, als ich das Spiel angefangen habe. Also, das heißt Probleme. Also, ich musste mich echt an das Kampfsystem gewöhnen. Aber sobald man dann einmal drin ist, dann ist das so wahnsinnig smooth. Ah, erster Stilwechsel. Wir sind jetzt in der 2D-Ansicht. Genau. Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Do it, do it. Genau. Da komme ich nicht ran, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Okay, wir haben jetzt unten auch eine Minimap, sehr schön. War die immer rechts unten oder ist das neu? Okay, jetzt sind wir in der 2D-Ansicht, also jetzt haben wir quasi einen Side-Scroller. Erst das mal wieder ein Stilwechsel an dieser Stelle. Aber es ist wie gesagt nur einer von vielen. So. So, springen wir mal darüber, weil da gibt es noch was für uns zu holen. Oh, da sind ein paar Gegner. Oh, wir machen so wenig Schaden. Aber ich glaube wirklich, dass das bloß optional ist. Ja, das, was wir hier einsammeln, ist Geld, das man dann später eben ausgeben kann. Okay. Ja, hier ist eine Kiste und eine kleine Erholung. Sehr schön. Wir haben noch... Kann ich das... Ja, man kann das Menü aufrufen. Wir haben nämlich zwei verschiedene Menüs. Also das hier ist quasi ein Schnellmenü. Da kann man eben... Kann man sich heilen. Machen wir mal ganz schnell. Und ich benutze das eigentlich lieber als dieses kleinere Menü. Hier können wir noch die Waffensets einstellen, wenn man das will. So, also man hat nämlich noch die Möglichkeit hier so zu heilen, aber das mag ich ehrlich gesagt nicht. So, man hat eben diese zwei Waffensets, zwischen denen man wechseln kann. Eine Funktion, die ich eigentlich kaum genutzt habe. So. So, wir haben natürlich einen Doppelsprung und wir können auch mit unserem Pot ein bisschen gleiten. Ah, ich glaube, ich muss ihn aber eigentlich nicht... Muss ich ihn anvisieren? Na komm. So. Normalerweise verlasse ich mich ziemlich auf mein normales Schwert. Aber das ist jetzt nur mein persönlicher Spielstil. So, da müssen wir hin. Wir gehen nochmal ganz kurz ein bisschen runter, weil ich nehme an, dass da noch Gegner kommen sollten. Ja. Wie erwartet. Und davon auf jeden Fall nicht so wenig. So. Diesmal hauen wir mit dem Großschwert drauf. Weil das macht dann doch mal wesentlich mehr Schaden. So. Okay. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Jetzt muss ich mal ganz kurz was checken. Aufgaben, Gegenstände. Nee, Waffen. Fähigkeiten, Plug-in-Chips. Ah ja, genau. Das habe ich noch gar nicht geschaut. Also hier, wir können eben, und wir haben hier nämlich so Sets mit eben Chips. Und diese Chips sind quasi Fähigkeiten, die wir uns noch verpassen können. Genau, Autogegenstände, das möchte ich mal gleich entfernen, weil das mag ich nicht, wenn selbstständig Objekte eingesetzt werden. Genau, und diese Chips sind eben alle möglichen Fähigkeiten, die ja, uns so uns stärker machen, aber auch so grundsätzliche Chips, zum Beispiel das hier alles. Zum Beispiel, wir sehen durch mit diesen Chips, das ist unsere AP-Leiste und Feindesdaten, Textlog, Minikarte und so weiter. Das könnte ich alles entfernen und dann haben wir gar keinen HUD mehr zum Beispiel. Alles im Rahmen des Möglichen. So, komme ich darüber? Ja, tatsächlich. Und da haben wir auch noch eine Kiste. Kann ich die aufmachen? Sehr schön. Und eine große Erholung dafür erhalten. Kann ich das aktivieren? Die Brücke geht jetzt runter. Okay, sehr schön. Gehe ich einfach mal entlang. Und... Na. Ah, da geht's nicht weiter. Na gut. Oh, okay, das war knapp. Fast runtergefallen. Oh Gott. So, aber ich müsste da auch wieder hochkommen, oder? Ja, genau. Alright, alright, alright. Genau, von da sind wir gekommen, denke ich mal. Yep, dann gehen wir mal hier rein. Exit confirmed closed. So open. Negative. Nearby enemies are jamming our signal. Nothing's ever easy. Natürlich, wäre auch zu schön, wenn es zu einfach wäre, ne? Oh, achtet auf die Musik. Weil wir jetzt uns gerade in den Kampf befinden, hat sich die Musik ein bisschen verändert. Jetzt kommt noch Gesang dazu. Und die Musik ist eben
eigentlich meistens in so einer, einer Fantasy-Sprache, also so wie es jetzt gerade ist. Es gibt aber auch vereinzelte Tracks, die zum Beispiel Englisch sind. Oder auch Japanisch. So, der Laser geht nämlich auch hier durch Gegner durch. Da können wir dann einfach, wenn mehrere hintereinander stehen, ordentlich Schaden drücken. So. Und das sind gleich die nächsten Gegner. Oh, den Orb habe ich gerade nicht gesehen. So. Man merkt erst, wenn man seine ganzen Chips, mit denen man normalerweise gespielt hat, nicht mehr hat, wie abhängig man teilweise von denen war. Oh Gott. So, und ich sehe gerade eine Funktion, die ich eigentlich fast nie genutzt habe im Moment. Hey. So. Ja, es gibt so Special Moves, mit denen der Gegner erledigen kann. Habe ich ab irgendeinem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr benutzt. Okay. Genau, jetzt können wir weitergehen. Aber bevor ich das mache, ich möchte nochmal ganz schnell was machen. Nochmal zu den Chips. Anpassen, genau. System. Und der BS-Chips. Okay, Androiden-Zentralsystem. Entfernen führt zum Tod. Ja, entfernen. Ja, dem Betriebssystem-Chip, den entfernen wir jetzt. Genau. Moment. Müsste jetzt nicht eigentlich... Wartet mal, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Müsste jetzt nicht das kommen, was ich denke? Warnung, vorsichtig sein, nicht den BS-Chip entfernen, dies führt zum Tod. Da haben wir die Credits, Projekt vorbei, Leute. Also, war schön wieder, tolles Spiel auf jeden Fall, es hat mir riesig Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt, denn vergesst nicht, das ist zwar das Finale dieses Projekts, aber noch nicht die finale Fantasie. Also, bis dahin, bis zum nächsten Projekt. Nein, Quatsch. Oh Gott. Aber ich musste das einfach gleich im ersten Part bringen. Ja, es gibt in diesem Spiel tatsächlich, ich glaube, 26 verschiedene Enden. Und 5 davon sind eben Story-Enden, ganz normale. Und dann gibt es noch 21, oder sind es 21, oder sind es nur 19? Ich weiß nicht mehr genau. Es gibt noch knapp, ja, ich glaube, 19 oder 20 Fake-Spaß-Enden im Prinzip. Sowas wie das hier. Also einfach, wir können den Chip entfernen und ja, dann sterben wir und erhalten unser erstes Ende. Und da hatten wir auch schon die Credits. Ich versuche so viel wie möglich mit auf den Weg mitzunehmen. Aber dann würde ich jetzt mal wirklich sagen, das war's mit dem ersten Part von Nier Automata. Im nächsten Part starten wir wieder an der Stelle, wo ich jetzt gerade den wo ich den BS-Chip entfernt habe und machen da dann ganz normal weiter. Also, bis dahin. Ciao.